Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und das ist das Trackstore PrimeBook P15. Der Hersteller verfolgt damit klar das Ziel, seinen Kunden ein Premium-Feeling in einem günstigen Preisbereich zu bieten. Bei den 15-Zoll-Laptops hat sich nämlich eine Nachfrage nach etwas hochwertigeren Geräten entwickelt, zumindest in letzter Zeit. Die Kunden, meist so diese typischen 0815 Heimanwender, haben erkannt, dass sie Laptops weniger oft neu kaufen. Aus diesem Grund sind sie bereit, etwas mehr Geld auszugeben für etwas hochwertigere Hardware. Wenn ich euch den Begriff Einsteiger-Laptop nenne, seht ihr ihn bereits vor euch, diesen billigen 15 Zoll Plastikbomber von HP oder Acer mit ihren klapprigen Gehäusen und schon beim Neukauf wackelnden Anschlüssen. Und wenn ihr euch ein bisschen auskennt, dann wisst ihr wahrscheinlich auch eine weitere Sache über diese, wie ich sie nenne, Plastikbomber. Die Konfigurationen sind meist richtig mies und vor allem unausgeglichen. Da werden teilweise sogar Core i7 Prozessoren mit HD-Displays und 30 Wattstunden Akkus kombiniert und trotzdem zu überhöhten Preisen verkauft. Das will Trackstore anders machen. Das Ziel ist, ausreichend Performance für den Alltagsgebrauch zu bieten, aber vor allem dabei nicht auf Premium-Features verzichten zu müssen. Es hat daher ein insgesamt hochwertiges Metallgehäuse mit elegant abgeschliffenen Rändern. Außerdem hat man sich für ein durchaus schönes und außerordentlich dünnes Design entschieden, wodurch man ihm seinen eher günstigen Preis jedenfalls nicht ansieht. Ein Laie würde niemals einen Preis unter 500 Euro vermuten, was wohl in Sachen Verarbeitung ausreichend aussagekräftig ist. Auf der linken Seite findet gerade einmal der proprietäre runde Ladestecker sowie ein USB-C-Port Platz, während sich rechts der 3,5 mm Klinkenstecker befindet. Das Notebook kann auch über USB-C aufgeladen werden, aber ein solches Netzteil wird nicht mitgeliefert. Alle übrigen Anschlüsse befinden sich an der Rückseite, was eine interessante Idee ist, würde ich sagen, die am Laptopmarkt eher selten geworden ist. Ich finde diese Idee gar nicht mal so schlecht. Hinten habt ihr zwei USB-A-Ports, einmal HDMI 1.4 und einen Micro-SD-Kartenslot. Einzig diese Anschlüsse unter dem Scharnier sind in Plastik gefasst, was ein bisschen scharfkantig abgeschliffen ist und den guten Eindruck von der Verarbeitung ein kleines bisschen schlechter macht. Aber insgesamt ist das Trackstore PrimeBook P15 echt hochwertig verbaut. Die Tastatur ist für ein 15 Zoll Notebook ziemlich zusammengekrammt, weil Trackstore einerseits einen ziemlich dünnen Rand und andererseits ein vollwertiges Layout mit Numpad verbauen wollte. Die Tasten sind entsprechend ungewöhnlich nahe beieinander für eine Chiclet-Tastatur und auch gefühlt eine kleine Spur kleiner. Man gewöhnt sich allerdings ganz schnell daran und kann damit auch sehr schnell tippen. Ich hatte kein Problem mit dem Trackstore PrimeBook P15 über längere Zeit zu arbeiten. Die Verarbeitung der einzelnen Tasten ist zwar nicht ganz perfekt und das Feedback ist ein bisschen schwammig. Für den Preis geht das aber in Ordnung und ich würde es jetzt nicht zwingend mitten in der Arbeit weglegen für ein besseres Notebook. Daneben gibt es auch ein wirklich enormes Touchpad. Es ist größer als ein Smartphone von vor 5 Jahren. Das Touchpad ist ähnlich groß wie das bei einem 15 Zoll MacBook Pro und ich dachte anfangs als erstes, das kann nicht gut gehen. Wenn sogar Apple, der wahrscheinlich beste Touchpad-Hersteller der Welt, anfangs noch Schwierigkeiten bei der Palm Rejection hatte, wie soll das bei einem kleinen deutschen Laptopbauer aus Bensheim sein? Nun, zu meiner Überraschung, wesentlich besser als gedacht. Während meines Tests hatte ich überhaupt keine Probleme mit versehentlichen Eingaben über das Touchpad. Das Trackpad selbst ist abgesehen von seiner Größe natürlich nicht mit dem MacBook zu vergleichen. Die Fläche stellt aber sicher, dass euch bei der Benutzung zumindest nicht der Platz ausgeht. Die Genauigkeit ist durchschnittlich, aber es reicht für den Alltag. Trackstore verwendet vorbildlich den Präzisions-Touchpad-Treiber von Microsoft und die Gesten funktionieren auch ganz gut. Für den Preis ist das Touchpad gut genug, aber mehr auch nicht. Insgesamt sind aber die Eingabegeräte sehr ordentlich für den Preisbereich, wo das Notebook angeboten wird. Kein Eingabegerät ist das 15,6 Zoll Display, welches mit Full HD auflöst und die IPS-Technologie verwendet. Das Display ist verglast, womit man einen etwas hochwertigeren Look erzielen will. Das tut man zweifellos auch, allerdings auf Kosten einer sehr starken Spiegelung. Hinzu kommt dann noch, dass das Trackstore PrimeBook P15 eine ziemlich schwache Helligkeit bietet. Somit ist es für den Außeneinsatz in der Sonne absolut nicht geeignet. Und selbst bei bewölktem Himmel sind Inhalte noch etwas schwer zu erkennen. Was allerdings passt, das sind die Blickwinkel und auch die Farbdarstellung ist ganz in Ordnung. In dem Preisbereich kann man nicht viel erwarten und da ist das Notebook auch eher durchschnittlich. Sound ist etwas leise und auch ziemlich dumpf, reicht aber, wenn man ein YouTube-Video oder den einen oder anderen neuen Song anhören möchte. Wer Musik und Filme wirklich genießen will, der kauft sich am besten einen Bluetooth-Lautsprecher oder Kopfhörer. Erfreulicherweise liefert Trackstore bei seinem Notebook vergleichsweise wenig Bloatware mit, was erstmal eine tolle Sache ist. Auf der anderen Seite muss man bei der Performance natürlich die Frage stellen, ob nicht mehr für das Geld drin wäre. Und diese Frage muss man mit einem klaren Ja beantworten.
Irgendwo muss man Kompromisse machen, wenn man ein schönes Metallgehäuse, USB-C und einen Fingerabdrucksensor haben will. Das sind alles Premium-Features, die in diesem Preisbereich zweifellos ungewöhnlich sind. Rein von der Hardware gibt es einige Notebooks, die leistungstechnisch etwas mehr bieten können. Diese zählen allerdings im Regelfall zu der Kategorie der Plastikbomber. Geräte zum Beispiel wie das HP 250 G7. Es kostet ähnlich viel, aber bietet wesentlich mehr Leistung dank eines aktuellen Core i5 Prozessors. Dafür hat es eine schlechtere Laufzeit, eine wesentlich billigere Verarbeitung, kein USB-C, keinen Fingerprint-Sensor und fühlt sich eben insgesamt nicht so hochwertig an. Im Gegenteil eigentlich. Rein von der Performance kann sich das Trackstore Notebook aber damit nicht messen. Darin steckt nämlich ein deutlich schwächerer Intel Pentium N4200 Quad-Core Prozessor, dem wahlweise 4 oder 8 GB RAM zur Seite stehen. Das reicht zweifellos für den Alltagsbetrieb, für das Surfen im Netz mit mehreren Tabs und einfachere Programme und Anwendungen. Die Limits kann man klar bei der Bildbearbeitung feststellen, wofür das Notebook einfach nicht mehr gedacht ist. Mit einer Kapazität von 37 Wattstunden kann man das Trackstore Notebook durchaus zum Arbeiten wohin mitnehmen. Bei mittlerer Helligkeit sind knapp 6 Stunden möglich, wobei es aufgrund der schwachen Ausleuchtung eher bei einer höheren Stufe genutzt wird. Daher kommt man im Alltagsgebrauch auf eine Laufzeit zwischen 5 und 6 Stunden, was für ein 15 Zoll Notebook ein durchaus solider Wert ist. Die Frage beim Trackstore PrimeBook P15 lautet nicht, ob es ein gutes Notebook ist. Denn das ist es für mich. Die Verarbeitung ist absolut top, die Performance passt für die meisten Alltagsaufgaben, Tastatur und Touchpad sind in Ordnung, genauso auch die Akkulaufzeit. Mit Preisen zwischen 400 und 500 Euro ist es angesichts der gebotenen Hardware durchaus preiswert. Die Frage ist nur, was man für sein Geld lieber haben will. Mehr Performance oder für die meisten Nutzer genug Performance, dafür aber eine bessere Verarbeitung? Ich würde mich wie folgt entscheiden. Wenn das Notebook absolut nur zu Hause, am Schreibtisch und nur für kurze Zeit am Sofa, also im Akkubetrieb, verwendet wird, würde ich so einen billigen Plastikbomber kaufen. Auch wenn ich mich in der Öffentlichkeit damit nicht sehen lassen würde. Wenn ich es jedoch gelegentlich mitnehmen muss, würde ich zum PrimeBook P15 greifen. So, das war's dann auch schon von mir und diesem Video. Wenn ihr noch mehr Reviews zu verschiedenen interessanten Windows-Geräten sehen wollt, würden wir uns jedenfalls über ein Abo freuen. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.